Nachdem Liz Cheney gestern von ihren Parteikollegen aus dem Amt gewählt wurde, trat sie vor die Presse und schwor, dass sie alles tun wird, damit Donald Trump nie wieder ins Weiße Haus kommt. Wir hatten eine Konferenzsitzung und ich fühle mich vollständig verpflichtet, wie ich gestern Abend und auch jetzt zu meinen Kollegen bereits gesagt habe, dass wir auf der Grundlage der Wahrheit nach vorne gehen müssen. Ich kann nicht beides tun. Auf der einen Seite eine große Lüge umarmen und auf der anderen Seite unsere Verfassung. Unsere Nation braucht eine starke republikanische Partei. Die Nation braucht eine Partei, die auf grundlegenden konservativen Prinzipien basiert. Und ich habe mich verpflichtet, dieser Sache zu widmen, um sicherzustellen, dass es auch so kommen wird, damit die Partei nach vorne kommt. Und ich plane, diesen Kampf zu führen, um das zu tun. Wie besorgt sind Sie, dass der ehemalige Präsident Trump wieder im ovalen Office im Weißen Haus einziehen wird? Ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass der ehemalige Präsident nie wieder in die Nähe des Weißen Hauses kommen wird. Wir haben die Gefahr, die von ihm ausgeht, gesehen, dass er nicht aufhört, mit seinen Reden zu provozieren, dass er keine Hingabe zeigt für unsere Verfassung. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sicherstellen, wer auch immer gewählt wird, er muss auf jeden Fall ein verfassungstreuer Mensch sein.